Willkommen zu einem wunderschönen Behind-the-Scenes-Video heute direkt am Aachener Tivoli am Hit Sütterlin. An einer Location, wo wir jetzt schon mittlerweile 7-mal gedreht haben. Deswegen hat die liebe Frau Santiago immer gemacht, dass wir sonntags rein können. Sie war immer da, hat immer drauf aufgepasst. Ab und zu kam manchmal die Polizei, deswegen Story deswegen. Und das ist nicht selbstverständlich, deswegen wollte ich hier nochmal einen riesen Dank sagen. Wenn ihr hier einkaufen geht, dann Freunde, denkt an uns, denkt an Frau Santiago. Und ja, es geht jetzt los mit dem Video. Oh, nee, warte. Sie ist wieder zurück. Mary ist wieder da. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ein Restock kommen konnte. Aber wir mussten dann noch ein paar Sachen verändern. Manche Leute wissen Bescheid, was da passiert ist. So. Aber am 6.10. ist es soweit. Es gibt wieder Mary im Eternal God Store. Wollte ich nur mal ganz kurz am Rande erwähnt haben. So, Schluss mit Anmoderation. Wir gehen rein in den Supermarkt. Aber heute hat er zu, Freunde. Sieht man, dass mein Auge noch angeschwollen ist? Nee, überhaupt nicht. Einfach über die Nacht passiert. Ameisen? Sie will nicht drauf. Jetzt ist sie drauf. Sie haben mich gestochen. Jetzt gegessen? Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, die hat mich gestochen. Die hat auf deine Zunge gepinkelt. Hat die? Ja, safe. Ja, meinst du? Aber wenn meine Zunge jetzt anschwillt, deswegen. Ne? Ey, du hast nicht Stopp gesagt. Naja, wir werden es gleich sehen. Ja, wir werden es gleich sehen. Ich verspreche auch, dass ich ihn nicht aus den Augen lasse. Go. Okay, nur um das nochmal zusammenzufassen. Wir besorgen euch jetzt Kofa auf Schotter von Judas Dad, richtig? Richtig, aber nur um das nochmal zusammenzufassen. Parallel werden wir unser Triebwerk reparieren, das mit dem besagten Kupfer, damit wir wieder fliegen können, richtig? Richtig. Also es geht jetzt nur darum, dass du ankommst und guckst. So, wir sind da. So, ja. Ja, der nächste ist, Julian sagt, ich bin laktoseintolerant. Und dann kommt... Du Opfer. Oh, du Opfer. Kann man auch machen. Das ist ganz verschieden, aber das, was du machst, war auch... Du Opfer. Das ist ja lustig. Ja, ne? Oh, du Opfer. Mein Papa ist der Schokoeierkönig. Er isst sie jeden Tag. Mama. Check Kinder nicht, ne? Die rufen die ganze Zeit Mama, aber die Mama ist auch da. Was soll die machen? Soll die in die reingehen oder was? Ich verstehe die Kinder auch nicht. Ich verstehe die Kinder nicht. Das hier ist ein normaler Einkaufswagen. Das hier ist der Einkaufswagen von Mui. Dein... So, für den nächsten Shot musst du jetzt leider seinen Schuh anziehen, weil er komplett im Bild ist. Merkt es natürlich ein bisschen, besonders weil das halt echt die größten Dreckschuhe sind. Willst du dich verhalten? Danke dir, Simon, mein Dübel. Ey, wir haben den Charakter Wabu so heftig aufgepimpt, der macht so crazy Sachen. In den letzten Videos hat er nicht so verrückte Sachen gemacht, aber wir gehen jetzt gerade hier full crazy. Der guckt in die Sonne, kriegt auf einmal Blüten, hat so eine riesige Fresse auf einmal, isst irgendwelche metallischen Sachen. Und go! Wo ist mein Double? Stimmt, wir haben einen Hammer. Okay, let's go. Halt! Hier ist eine Fliege. So eine Trauer in meinem Gesicht. Ja, danke. Was ist der dran. Unterschied zwischen Superstar und Joubert? Ich hab keinen Double. Guck mal, Julia hat einen Double. Ich hab einen Double. Ja, ich muss selber laufen. Wir shooten hier im Moment. Go! Einen schenke ich dir noch, ja. Okay. Ja, nein, danke. Ich hab keinen Double. Nein. Komm, darf ich dir etwas anbieten zum Trinken? Okay, wir sind jetzt draußen fertig. Umbau nach innen. Wir haben 30 Minuten Verzug. Irgendjemand ist auf den Überfallknopf gekommen, versehentlich. Und dann waren sie sofort da. Krass. Soll ich dir zeigen, wo der Knopf ist? Hast du den Alarm ausgelöst? Ja. Guck mal, sowas bietest du nicht an, Thomas, ne? Ich kann dir die Tür aufhalten, dann können wir dich bis zur Treppe fahren. Komm, jetzt nicht einschleimen. Die Beförderung habe ich leider schon dem Dan versprochen. Ich kann dich auch die Treppe runterschmeißen, das geht schneller. Du musst wirklich auf Klo. Ach so. Ja, Luca darf, ne? Und ich nicht. Guck mal hier, schön Hände waschen. Perfektes Vorbild, danke. 1, 2, 1. Ich glaube schon. Du bist zu hoch gefahren. Wir brauchen keine Krücken, wir haben diesen Stuhl hier. Ey. Ich würde gerne fahren. Wie lang? So, wir machen eine kleine Freestyle-Szene. Das hatten wir noch nie. Wir noch nie, ne. Was machst du? Willst nicht wach werden? Ist ein Kaffee? Nein, dann wird es noch schlimmer. Warum? Weil dann hüpfe ich nur noch rum.
self-confident girl. Guess you really need to be with her. She's so clever and so strong. Will you really need to? Will you really need to meet her? All men are obsessed. It's a pure necessity to worship her. Das ist die heftigste Reaktion. Ach, schon Eis gegessen. Julia ist besonders rubelig. Eis gegessen? Ja, oder eine Cola getrunken. Nein. Ja, ich habe auch gehört, hat ein Stückchen Cola. Das glaube ich ja, auch. Das habe ich gesehen. Wird man durch Eis hibbelig? Ja, Zucker halt, ne? Zucker. Ja. Möchten Sie meinen Fisch probieren? Sehr gerne, wo ist es? Er ist nicht da, weil es ist veganer Fisch. Gucken Sie. Oh mein Gott, es ist Lachs ohne Lachs. Hey, ohne Schwarme Sausage. Nicht schlimm, ich fand sie eh immer hässlich. Ja, wir kommen rein, das ist der erste Shot. Ich habe jetzt Schmerzmittel intus und dann ballern wir. Ah, ja. Danach gehen wir zur Grillparty. Ey, Films. Was denn? Kann ich mal ein bisschen Me-Time mit Julia haben? So. Also dafür, dass ich keinen Fisch mag, ist der hier ganz besonders schlecht. Verbuch! Kamera, Statisten alle Angst haben und bitte! Babu, stopp, aus! Das ist hier verboten! Ja, sehr geil. Trotz dem kaputten Fuß und meinem entzündeten Auge ist heute echt ein schöner Tag. Close Previous war von Julia, dass es eine totale ist. Ja, ich weiß auch welcher. Der hier. Babu, stopp, aus! Das ist hier verboten! Besser? Alle schockiert sein wieder hinten, ne? Und bitte! Der John erklärt uns jetzt, warum das so schwer ist. Weil es ist halt ein kompletter Flur mit Statisten. Und die müssen ja alle was machen und das dann zu koordinieren halt. Dass das alles zum richtigen Zeitpunkt halt auch passiert, ist halt nicht so einfach. Go! Oh Gott, Babu, was machst du da? Mega! Oh. Was ist los? Ich erkläre dir gar nichts mehr. Ich nehme noch mal, okay. Da kannst du dein Interview halten. Ja, Angelo ist jetzt Interview ready. Sorry, ich wollte die richtige Kamera nicht stören. Ja, ist auch richtig so. Danke. Ja, deswegen. Sag mal, wie viel Grad ist es oder wie viel Grad sind es? Wie viel Grad sind es? Plural, ne? Gradzahlen, ja, sind. Wie viel Grad? Räder. Der ist irgendwo der absolute Notpunkt. Runter geht es nicht mehr. Ah. Und der liegt bei 270? 273. Null. Was den Conny immer alles weiß. Ja, ne? Ja, der, mein, der war ja im Space schon. Das wissen die meisten gar nicht, ne? Hier, ein Foto davon. Scheiße, er könnte überall sein. Im Weltall sind es doch minus 270 Grad. Wofür war jetzt die Info? Der Greifenreiter. Kennst du den Greifenreiter? Was? Kennst du den Greifenreiter? Nein, was ist das? Klingt irgendwie ekelhaft. Das ist der Greifenreiter. Oh, ich wurde noch nie so berührt. Ju, ich hab dir doch gesagt, das bringt nichts vom Supermarkt rumzuhängen. Machen wir jetzt hier so eine kleine Vorrichtung. A la She-Rix. Anything more than this, it would be to push my luck. I guess it's in my nature. Unser Gast ist gerade angekommen. Weiten Weg hinter dir her. Hallo, ja, 5 Stunden habe ich gebraucht. Ey, ist viel zu eng, ne? Findest du? Das ist schon der Enge. Wie das aussieht. Ey, das passt perfekt. Ja. Wie seid ihr denn?
wie so ein Schweißparten gerade für dich. Was geht? Also, die Julia, die haben wir scharf gedreht. Ne? Wir machen jetzt die ganzen Gegenschätze auf dich. Ersparnisse zusammengenommen, um hier einmal diesen Stand zu mieten, um zu versuchen, deinen Fisch jetzt groß zu machen. Das ist so deine letzte Chance. Okay, ne? Weißt du, bist so voll übermotiviert. So, hey, möchten Sie kosten? Ich habe das noch nie gemacht. Spricht man lieber natürlich laut oder normal? Alle ready? Go! Hey, möchten Sie kosten? Und? Oh, ist geil, ne? Mega geil, ja. Statisten, go! Bitte! Wo ist die Träne? Wo ist sie? Noch eine. Statisten am Anfang. Auf Statisten, go! Und bitte! Ey, das ist ja mega lustig. Das ist schon lustig. Ich mag's nicht sehen, Digga. Macht damit, was ihr wollt. Mui stellt uns jetzt die Chefin hier vor, die uns hier drehen lässt. Die liebe Lu, die freut sich, dass wir am Sonntag drehen, damit Hallo. Sie arbeiten kann. Genau, und Sie sind hier die Chefin von die dem Supermarkt? Die rechte Hand vom Chef. Ja, welcher Supermarkt ist denn das? Hit Sütterlin. Hit Sütterlin, hier direkt neben dem Tivoli-Stadion. Ganz genau. Ne? Vielen Dank nochmal, dass wir hier drehen dürfen. Jederzeit. Vielen Dank. Jederzeit, ja. Jeden Sonntag. Ja. Ich muss raus. Oh. Eins, go! Ich helfe euch! Also wir müssen, glaube ich, das Hemd hinten aufschneiden, ja. Können nach vorne ziehen, dann wieder zunähen. Aber so soll das sein, das ist die Idee hier. Was ist das für eine Geburt? Alter! Das ist ja natürlich anders, auf jeden Fall. Das sieht so aus, als hättest du einen Unfall. Ich schwitze, glaube ich, auch. Das ist mir sehr leid. Du kannst ja nicht dafür, wenn du schwitzt. Dankeschön. Denk dran, ne? Wir haben die Auflage bekommen, dass wir immer mindestens 20 Meter Abstand von diesem Regal da hinten halten sollst. Dem Wodka-Regal. Ach, ich? Nur ich, oder? Ja, okay. Das ist die Auflage. Ja, kann ich gut verstehen. Du bist schon close dran gerade, aber, ne? Oh, wir hatten eine lustige Idee, was wahrscheinlich gegen Ende niemand sehen wird, dass er einfach zwei rechte Hände hat. Aber mein Arm muss weg jetzt, ne? Ja, das macht so gar keinen Sinn, ne? Ich glaube, es klappt nicht. Kann ich mal jemand gegen mich schieben? Das meine Schulter, ne? Das, ich kann tiefer kommen. Also. Ich meine, das nicht appreciate, was ich hier machen will. Okay, ready? Ja. Okay, wir müssen das leider canceln, Josh. Das funktioniert nicht. Aber was Schönes für die Making-of sehen. Ja, was Schönes für die Making-of, aber es hat einfach gar nicht funktioniert. Ja, es hätte funktioniert, wenn er so gemacht hätte. Ja. Aber es war so, dass man das gar nicht aussah wie irgendwie falsch. Ja. Der war gut. Ja. Meine Hände sind gebrochen. Genauso wie mein Herz. Abgedreht. So, und dann geht es jetzt ganz rapide weiter. Es ist wieder soweit. Yeah, you wanna put that dish in your mouth. Hollywood Kamera, Frau Thomas. Ja, das ist von Drew angesprochen und der möchte Schokoeier. Das verstehe ich natürlich komplett falsch. Ah, okay. Ja, das okay. Wir okay. Yes. Letzter Drehtag. Wie war das? Und den Schritt machen wir später, wenn Rafu da ist. Aber jetzt machen wir den auf Drew. Soll ich einen Satz noch geben für euch? Nee, brauchen wir gar nicht, ja? Okay. Und bitte! Entschuldigung, könnt ihr mir Ihre Schokoeier zeigen? Lieber was? Schokoeier. Barry habe ich das letzte Mal vor 5 Jahren gesehen, da haben wir dieses Projekt hier gedreht. Das ist ein weit verbreitetes, so altes Phänomen, wenn Leute sich mit Fake-Profilen wie andere benehmen. Und da hat er auch das allererste Mal gerappt. Hat jemand vielleicht einen Kaugummi? Ja. Boah, ich will auch was nehmen. Ich habe nämlich nicht gegessen und ich will nicht, dass du was abbekommst. Ich will auch nicht, dass du was abbekommst. Mick rettet uns. Ja, oder Mr. Handheld, also ohne dem. Ja, mein Körper kann ich trotzdem nicht verschwinden lassen. Ey, was soll die Scheiße? Wenn du wirklich drückst gegen die Säule. Ja, okay. Ey, was soll die Scheiße? Okay, das. Ey, was soll die Scheiße? Ich hab gar nichts gemacht. Du kleiner rassistischer Mistkerl. Wer ist dieser Waldmeister? Und jetzt du? Das Glück, dass ich die Polizei rufe. Für Sie. Hallo? So! Du willst es nicht anders. Nicht? Ich so.
Hier, siehst du alles? Ist scharf? Ist gut? Haben sich Kontakt. Ja, wir haben den auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich bin einfach happy. Lass mich doch einfach grinsen. Nee, ich lass dich auch mal grinsen. Ist das hier nicht? Und man merkt, dass du Künstler bist. Was ist das? Was ist das? Wer malt so eine Scheiße ins Skript? Was soll das? Alright, alle bereit machen. Konzentration. Was ist das? Okay. Alright. Ich beiß jetzt rein, ne? Ja. Go! Ausspruch. Ja. Du willst noch probieren? Das ist alles okay. Schmeckt auf jeden Fall geil. Geile Karten nehmen rein, ne? Aber es, glaube ich, ist gar nicht der Geschmack, sondern diese Konsistenz. Okay, geil, den haben wir, aber... Nochmals. Ach, hier bleibst du jetzt stehen. Das ist Coco. Ja, hier. So, Julia, jetzt hat es gesprochen. Ja, nee, Gott. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Okay. Was willst du von mir? Go! Stehen bleiben! Hab ich nicht! Du! Boah! Gut, gut, gut! Wusste ich es doch, du unterirdische Scheiße! Geil! Wusste ja, mach mal noch ich es doch! Wusste ich es doch! Schneller! Ja! Wusste ich es doch! Das ist auch geil! Wusste ich es doch! Wusste ich es doch! Der Mann macht mir Angst! Ich wusste es! Du intolerantes Stück Scheiße! Ja, aber. Ja, und jetzt wusste ich's doch. Ich hab mein Gehirn auseinandergenommen. Jetzt darfst du Joe tasern. Du, endlich! Ja, ja. Julia ist wegen der Laktose! Ach, scheiß drauf! Der Schrei am Ende ist too much, ne? Ja, too much, ja. Go! Julia ist wegen der Laktose! Boah, scheiß drauf! Nein, kann ich nicht nehmen. Was schade. Warum? Ey, war das nicht gut? Kann man das nicht nehmen? Tatsächlich. Zwei Pomeranien zu Hause. Du hast zwei Pomeranien. Die leben aber. Tatsächlich, ja. Der hier bewegt sich so. So wurde ich noch nie berührt. Sehr geil. Ja. Ja, schön. Dann ist Buggy Pommes. Abgedreht! Danke. Ich danke meiner Mutter für die Möglichkeit, auf der Welt zu sein. Danke, das war's. Ich hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, es war gut. Danke dir. Voll egal, was ihr so denkt.